Hallo, hier ist Ihr Profi-Metzger Ralf. Heute zeige ich Ihnen, wie ich eine Rinderkeule zuschneide. Es handelt sich hierbei um eine Kalbenkeule oder Ferse in Deutschland, wie man dazu sagt. Das Tier habe ich selber geschlachtet, ist 14 Tage im Kühlhaus gehangen, gut gereift. Anfang natürlich da ist die Rindernuss mit der Hüfte und Hüferschwanzerl in Deutschland Bürgermeisterstück. Wenn man umdreht, da hat sich der Tafelspitz befunden, aber jetzt fangen wir mal an. Wenn Sie sehen, da ist ein Fettnest drin. Wie trainiert jetzt die Dinge heraus, die Nuss? Ich fahre da ist sie, da fangen Sie eine, schauen Sie. Genau da, wo der Spitz ist, da teilt man die Kugel vom Hüferschwanzel oder vom Bürgermeisterstück. Schauen Sie, da ganz Ende fahren, sehen Sie das? Das geht so genau daher. Da kann das fast gar nicht daneben sein, wenn Sie das merken. Genau wo das Dreieck ist, jetzt fahren Sie da rein. Jetzt fährst du her, schaust, genau nach der Naht entlang. Und jetzt schälen wir das aus. Das ist die Haut. Wenn jetzt ein bisschen so eine zähe Haut drauf. Das spielt gar keine Rolle, wenn man die geht. Schaust. Das Druck ist noch so. Aber und die. Das ist die Nuss. Sehen Sie, das ist so eine zähe Lederhaut, die kann weg. Und die schneide ich mit dem Messer gleich so weg. So. Dann habe ich da noch den Knorpel drin, vom Beckenknochen. Den schneiden wir jetzt auch schön aus, schön knapp. Das. So. Jetzt drehe ich das her. Jetzt stellen wir das Fett weg. Wie gesagt, am leichtesten, wie man es merken kann, ist die Form nicht die Afrika, sondern die Südamerika. Wenn Sie schauen, so schaut der südamerikanische Kontinent aus. Ob Feuerland, Argentinien, Uruguay, Paraguay, Brasilien, Venezuela, Kolumbien, Ecuador. Erinnert mich immer an Südamerika. Und wie heißen tut es die Hüfte mit dem Hüferschwanzerl. Oder in Deutschland Bürgermeisterstück. Jetzt stellen wir das so weg. Wird da weg. Wenn Sie das Hüferschwanz oder das Bürgermeisterstück wegtrennen, schauen Sie, da her geht's. Da, schauen Sie. Da müssen Sie hin, schauen Sie. Sehen Sie das? Sehen Sie das, was Sie in der Haut? Da ist es weg. Und was Sie nur aufpassen müssen, es ist da hinten gern, ist ein schauen Sie ein bisschen da von der Lymphknoten. Die stellen wir, schauen Sie, das ist ein Lymphknoten. Die stellen wir da weg. Die stellen wir weg. Weil man gar kein richtig essen das. Das Bürgermeisterstück. Jetzt kommen wir zur. Ich schneide jetzt die Nuss nur grob zu. Ich schneide da die Haut weg. Das Fett kommt immer weg. Sie müssen immer beim Zuschneiden schauen, oder dass Sie mal schön gerade Schnitt haben. Schauen wir das. Schauen Sie, ich habe die mal herabgeschnitten. Jetzt schneide ich. Da ist Fett drin, da schneide ich raus. Sehen Sie? Sehen Sie das? Und da schauen wir gerade her. Den Fettpudel schneiden wir auch weg. So. Da schneiden wir noch schön. Das wäre die Rindernuss. Das wäre ja auf Norham, aber da brauchen wir zu viel Zeit. Jetzt kommt die Rinderhüfte. Bei der Rinderhüfte schneide ich da den. Das Fett schneide ich weg. Da lasse ich den Fett drauf. Weil wenn ihr die Steaks schneidet, dann kann ich ein bisschen Fettrandl drauf bleiben. So. Und da schneiden wir noch das alte Fett weg, was ein bisschen gereift ist, weg. Da schneiden wir auch schön grad. Wichtig ist, schön grad schneiden, dass das Stück eine Form hat.
Ganz. Und das ist die Hüfte. Jetzt haben wir die Wade. Da stellen wir alles ein bisschen weg. Da schneiden wir das Fettgewebe schneiden wir außer. Da ganz grob schneiden wir die Sehne ein bisschen weg. Und da müssen wir aufpassen. Da ist nämlich einer Knochen drin. Ja, bei Jungstückel, das spielt man gar nicht. Aber beim Gulaschneiden werden Sie merken, dass da ein Knochen ist, den wir nach außen schneiden. Das ist ein bisschen blutiger weg. So. Schauen Sie, das ist jetzt die Wade. Wichtig ist immer schön gerade schneiden. Schauen, dass nichts irgendwas weghängt. Überschüssige Fett schneiden wir weg. So, und jetzt haben wir da die Oberschale, die Unterschale mit dem Weißscherzel, Schwanzrolle in Deutschland und Tafelspitz. Da schneiden wir erst einmal, da weg. Da schneiden wir schon schön weg da. So. Beim Tafelspitz immer aufpassen, dass man nicht einschneidet. Da schneiden wir ganz knapp so leer. Schauen Sie. Nicht nur das Fett wegnehmen. Da ist ein Fettkern drin. Jetzt schneiden wir das weiße Scherzel weg. Da geht es runter. Schau, genau da drin ist es. So. Jetzt schneiden wir da das Fett. Kommt weg. Schau, da schneiden wir dann da gleich gerade. Wenn Sie anschauen, die Unterschale, Tafelspitz. Der Tafelspitz, und da ist der Knorpel. Den Tafelspitz schmeißt du da genau weg. Da ist der Tafelspitz. Das ist der Original Tafelspitz. Da genau am Knorpel weggeschnitten. Den Knorpel schneiden wir auch weg. Und wenn hinten ein bisschen das Fett, tun wir ein bisschen Kanten. Und da. Schauen Sie. Weg. Und das ist der Tafelspitz. Und bei der Oberschale schneide ich mal da die grobe Sehne weg. So schneide ich das so her. Schauen Sie, dass nicht so viel Fleisch drauf bleibt. Sehen Sie? Das ist die Sehne. Und was ich noch mache, ich schneide, da schneide ich den Teil schneide ich weg. Ich schneide weg. Und wenn ich jetzt einen Schnitzel schneide, da schneide ich immer die dünne Haut, da ist so Lederhaut drauf, die schneide ich mal weg. Das ist nur eine zahe Haut, die schneide ich mal schön weg. Das macht nichts aus, nicht zu viel. Und haben Sie ein super schönes Fleisch. Da noch einmal, da schneiden wir das ganz dünn weg, schauen Sie, das nehmen wir so. Schauen Sie, das kommt weg und das kommt auch weg. Das ist natürlich, weil das Vieh ist 2 Wochen im Kühlhaus gehangen, da ist ein bisschen ausgetrocknet schon. Das ist ganz normal, das schmeißen wir aber weg. Gell? Das schmeißen wir auch nicht zum Verschierten dazu, das schmeißen wir einfach weg. Und das schneiden wir auch weg. Und was ich jetzt noch sagen will, wenn Sie das anschauen, die Unterschale, da laufen die Fasern so. So laufen sie. Die meisten fangen jetzt an, so zum Schnitzel schneiden. So, aber war leichter, so schneiden. Aber es sind
Sie schneiden mit der Faser. Sie schneiden da ein Stückchen weg und fangen dann so her, das Schnitzel an zum Schneiden. Aber das zeige ich Ihnen beim nächsten Video. Da haben wir das weiße Scherzel, das putzen wir zu. Fett tun wir ein bisschen Kanten. Da schneiden wir weg, so. Da schneiden wir es wieder weg. Das ist wieder schwarzes Butter drauf weg. Das ist das weiße Scherzel. Und jetzt kommen wir zur Schale oder Oberschale in Deutschland. Was sich dort auch noch befindet, ist der Schalendeckel. Der wird obergetrennt. Da gehen wir da rein. Da gehen wir da her, Schanz. Und da trennt er sich jetzt. Schanz, da fangen wir es runter. Das ist der Schalendeckel. Diese schwarzen Stellen, was da sind vom Schlachten noch, wo es gut ausgetrocknet ist, schneiden sie das weg und schmeißen das weg. Das ist immer sehr stark keimbelastet. Und das ist scheiße weg. Und da stellen wir es auch weg, Schanz. Und da stellen wir auch da. Da stellen wir jetzt gerade. Da stellen wir. Schwarze an der Weg. Schauen Sie, jetzt hier drehen wir es um. Jetzt haben wir da so ein Fettpuster drin. Ich werde Ihnen gleich was sagen jetzt. Weil es nicht bei jedem Vieh gleich ist. Und diese Haut schneiden wir weg. Weil beim Schnitzel ist das leider so ein Bindegewebe, was dann weghängt, wo nichts gleich ausschaut. Das schneiden wir weg. Und da hinten ist ein bisschen eine Sehne, schnell mal weg. Und was noch ist, da ist eine Ader drin, schauen Sie. Und die geht raus. Die geht raus, aber die macht sich im Schnitzel überhaupt nicht gut. Das geht raus. Und wenn Sie das jetzt weiter teilen, jetzt den geht es nicht her. Früher ist man hergegangen und hat man einfach so abgeschnitten, so. Das macht man nicht mehr. Jetzt gehen wir her und wir drehen das auch noch raus. Schauen Sie das da. Sehen Sie das? Da sind wir. Und da stehen jetzt perfekte, schöne Schnitzel noch, zum Grillen hervorragend. Und das ist die Oberschale. Das ist die Oberschale. Und ich kann mal sagen, das ist das Herzstück von der Oberschale. Und jetzt kommt die. Und jetzt kommt der Schalendeckel. Hervorragend geeignet zum Kochen, Gulasch machen, Ragout. Ich schneide ihn immer, wie sich ist, schön gerade schneiden. Und da ist was Schwarzes, kommt weg. Dann schneiden wir da her. Dann schneiden wir das da her. Schauen Sie, da haben wir ein Loch reingemacht, wo wir es runtergerissen haben. Da stellen wir schon den Weg. Dann drehen wir sie um. Sie können auch die Schalendeckel noch weiter zerteilen. Ich tue es nicht. Ich nehme es so her für Gulasch, für Suppe. Dann so schön geschnitten. Ich tue es auch ein wunderschönes Stück Fleisch. Da stellen wir weg das Schwarze. So, jetzt legen wir es da her und das werden wir dann ausschneiden. So, was haben wir jetzt alles? Da haben wir mal die Oberschale mit dem Schalen, mit dem Herzstück, sage ich dazu, den Oberschalendeckel, das weiße Scherzel hervorragend zum Braten, auch zum Schnitzelschneiden. Wenn Sie das Schnitzel schneiden, dann fangen wir es so an. Dann nehmen wir es von der Seite, nicht von der Seite, dann nehmen wir es von der Seite und schneiden es so. Nicht da, so. So aber. Dann haben wir das Tafelstück. Oder Unterschale, die Wade, das nehme ich zum Fleisch zum Kochen,
und Tafelstück, dann die Nuss, Nussdeckel, dicke Nuss, flache Nuss, der Tafelspitz, sehr hervorragend zum Kochen, das Hüferl, Hüferschwanzel oder Bürgermeisterstück und dann haben wir das Vorderviertel, die Teile. Sollte Ihnen das Video gefallen haben, Daumen nach oben, abonnieren Sie mich, Kommentare erwünscht.